10 Minuten sind vorbei und ich bin schon komplett am Zittern. Unglaublich, das wird wohl nicht mehr lange gehen. Wir sind bei 15 Minuten angelangt und hier, glaube ich, hat Sascha Huber mal eine Challenge gemacht und hat 15 Minuten geschafft. Also, Sascha, wenn du das hier siehst, ich fordere dich heraus, dass du das nochmal versuchst. Peace, Friends, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es um eine Plank Challenge. Ich habe folgendes Video gesehen von Daniel Scully. Broke the 9 hour mark. Broke my previous record of 9:09. And knew I had to go for 9 hours 30. 5, 4, 3, 2, 1. Der mit 9,5 Stunden den neuen Weltrekord aufgestellt hat, und ich habe mir gedacht, es wäre doch interessant zu sehen, wie sich ein Kunstturner dabei schlagen würde und wie lange so ein Profiathlet das halten kann. Und ich habe mich herangewagt und wie lange das ich geschafft habe und ja, wie hart es war. Also ich kann schon mal im Vorhinein sagen, das war übertrieben hart, komplett geisteskrank. Aber ich möchte nicht zu viel verraten und darum seht ihr den Rest im Video. Viel Spaß und gute Unterhaltung. 3, 2, 1, let's go. Meine Unterlagen ein wenig durchlesen. Minuten. Come on. So, 10 Minuten sind vorbei und ich bin schon komplett am Zittern. Unglaublich, das wird wohl nicht mehr lange gehen und dann bin ich am Ende. Puh, hätte ich nicht gedacht, dass das so hart wird schon nach 10 Minuten. Aber wir werden weiter Vollgas geben. Wir sind bei 15 Minuten angelangt und hier, glaube ich, hat Sascha Huber mal eine Challenge gemacht und hat 15 Minuten geschafft. Also, Sascha, wenn du das hier siehst, ich fordere dich heraus, dass du das nochmal versuchst. Gib Vollgas! Come on!
Wir haben eine halbe Stunde und ja, komplett hart, komplett geisteskrank. Ich bin am Zittern am ganzen Körper, aber wir geben nicht auf. Ihr fragt euch bestimmt, was ich da die ganze Zeit mache. Während dieser Zeit. Phosphorylierung an der und Mitochondrienmembran ich statt. Bilde mich weiter. Biologie. Irgendwie muss man sich die Zeit ja vertreiben. Und Leute, immer die Zeit sinnvoll nutzen. Wir haben 45 Minuten und ich bin komplett durchnässt. Es ist anstrengend, wie weiß nicht was. Und wir gehen jetzt auf die Stunde zu und ich werde versuchen, eine Stunde zu knacken. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das! Minuten. Ich muss jetzt den Beast Mode anschalten. Schalter umlegen. Back. Come on, push. 10 Minuten. Nicht aufgeben. By the way, Instagram, Sami Zayani Official, lasst ein Like da, abonniert. Freunde, schaut mal, 5 Minuten noch, wir sind bei 5 Minuten angelangt. Ja, noch 5 Minuten, come on, dann haben wir die Stunde. Push it to the limit.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ja, wir machen nochmal eine Stunde. Was meint ihr? Komm, wir halten nochmal eine Stunde. Ja, Sam, was meinst du? Machen wir nochmal eine Stunde. Ich würde sagen, dann, oder wollen wir sogar den Weltrekord knacken? Die 9,5 Stunden, haben wir noch Zeit? Ich denke schon, oder? Nee, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Oh. Bruder. Freunde, das war's von der Challenge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Als Beweis noch, es ist 7.33 Uhr. Wir haben um 6.30 Uhr begonnen. Und ich nominiere Sascha Huber, Julian De Franklin und Paul Unterleitner. Versucht es, versucht, ob ihr mich schlagen könnt. Und ich sage euch, völlig krank. Es ist krank, wie streng es ist. Und lasst ein Like da, kommentiert, lasst ein Abo da und schreibt doch in die Kommentare, was wir als nächstes sehen wollen. Challenge-mäßig. Peace out.